Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um die 5 Minuten Raw Challenge. Letztes Mal habe ich das Ganze in Luminar bearbeitet. Dieses Mal ist wieder Lightroom dran. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder genauso viel Spaß daran habt wie ich. Ihr könnt mir gerne weiterhin eure RAW-Dateien zuschicken. Ich habe dann immer 5 Minuten Zeit, um diese RAW-Datei zu bearbeiten. Ist eine kleine Challenge. Seht es nicht todernst an, sondern es soll auch ein bisschen Spaß machen hier. Man hat nur 5 Minuten Zeit, also es wird wahrscheinlich auch nicht perfekt werden. Aber ich freue mich trotzdem drauf und ich würde sagen, los geht's. Ich habe diese Fotos, außer jetzt gerade eben das erste Mal, noch nicht vorher gesehen. Und von daher, ja, ist es so eine kleine Challenge hier, innerhalb von 5 Minuten das Bestmögliche aus den RAW-Dateien rauszuholen. Natürlich ist das immer Geschmackssache. Und natürlich kann jeder seine Bilder so bearbeiten, wie er sie gerne möchte. Das ist jetzt mein persönlicher Stil, so wie ich es in 5 Minuten machen würde. Natürlich hat jeder die Freiheit, selber seinen Stil hier durchzusetzen. Es soll einfach nur eine kleine Anregung sein. Es ist eine kleine Challenge, die auch ein bisschen zur Unterhaltung einfach dient. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Das erste Bild ist hier von Arvid. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Arvid. Und vielen Dank an dieser Stelle erstmal, dass du mir hier dein Bild zur Verfügung stellst, dass ich es hier bearbeiten kann. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich packe 5 Minuten auf die Uhr und würde sagen, los geht's. Also, das Erste, was ich hier an diesem Bild machen würde, ist mal den Weißabgleich etwas abzuändern, denn ich finde es hier sehr blaustichig. Ich würde das mal so ein bisschen mehr, ja, ins Wärmere noch ziehen hier. Also so ein Weißabgleich von 5000 Kelvin, denke ich mal, passt hier ganz gut. Und dann kann man hier auch noch so ein bisschen an der Tonung arbeiten. Ich ziehe das mal hier noch so ein bisschen weiter ins Magenta rein, wohl wissend, dass ich in der späteren Bearbeitung definitiv noch ein bisschen was an den Farben drehen werde. Ich finde das ganze Bild auch noch ein bisschen zu dunkel. Natürlich ist es in der Abendstimmung aufgenommen worden, aber ich werde es einfach mal hier so ein bisschen noch heller ziehen. Also hier die Belichtung auf Plus einstellen. Und ich denke auch, dass hier insgesamt der Kontrast noch ein bisschen mehr ins Bild kann. Also so, ja, muss man mal so sehen. Ich denke mal, hier ist plus 35 ungefähr. Das werde ich auch wieder ein bisschen kontern. Ich werde hier die Lichter noch ein bisschen abschwächen. Ungefähr so. Und vielleicht auch die Lichter noch ein bisschen aufhellen, damit wir hier noch ein paar mehr Details drin haben in diesem Foto. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen doller hier aufhellen, die Lichter. Die stelle ich mal sehr stark auf hier. Natürlich, das muss man aber so ein bisschen abwägen, wie stark man die Tiefen, nicht die Lichter, sondern die Tiefen, wie stark man die aufhält. In dem Fall hier, denke ich mal, passt es so ganz gut. Ich werde mal die Weißwerte noch so ein kleines bisschen weiter runtersetzen. Genauso die Schwarzwerte, die werde ich auch wieder ein bisschen runtersetzen. Dadurch kriegen wir so ein bisschen mehr Kontrast wieder ins Bild. Ich finde es aber insgesamt jetzt schon wesentlich ausgeglichener als vorher, wenn man sich das mal anguckt. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Da haben wir schon ein paar Details rausholen können. Okay, dann gehe ich mal weiter runter. Und ich denke mal hier die Klarheit, die setze ich mal auch so ein bisschen ins Negative. Hier minus 10. Und den Dunstentfernregler, den packe ich mal auf plus 10, damit wir hier noch so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Kontrast und ein bisschen mehr Farbigkeit noch in das Bild bekommen. Die Dynamik setze ich hier mal so ein kleines bisschen runter, denn es ist mir ein bisschen zu farbig geworden, das Bild. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Und dann gehe ich mal weiter in die HSL-Tabelle zuerst. Oder vielleicht fangen wir unten erstmal an mit der Kalibrierung, mit der Farbkalibrierung. Denn ich will hier auf jeden Fall noch so ein bisschen an den Farben rumspielen. Ich finde es insgesamt ein bisschen zu magenta-lastig. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal die Tonung in den Schatten so ein bisschen abändern und das Ganze so ein bisschen weiter Richtung Grün ziehen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch mit den Primärwerten Rot, Grün und Blau machen können. Ich denke mal, hier die Rotwerte ziehe ich mal noch so ein bisschen weiter nach rechts. Die grünen Werte, ja, muss man auch ein bisschen ausprobieren. Nee, in die Richtung gefällt es mir nicht. Eher so ein bisschen weiter nach links diesmal. Und die Blauwerte, ja, da muss man auch wieder so ein bisschen gucken. Es ist immer so ein bisschen Try and Error. Na, nicht zu doll, aber ich würde sie so ein kleines bisschen, glaube ich, weiter nach links ziehen. Und vielleicht auch so ein bisschen die Sättigung noch nach oben stellen. So gefällt mir das echt schon ganz gut. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen mehr diesen bläulichen Look drin. Es ist ja auch blaue Stunde gewesen, von daher ist es ja auch schon gut, wenn man auch so ein bisschen das noch sieht, dass es blaue Stunde war. Wir haben das ganze Bild jetzt einfach erstmal nur ein bisschen heller gemacht. Und jetzt würde ich als nächstes in die HSL-Tabelle reingehen und an den Farben noch so ein bisschen weiterarbeiten. Also zum einen würde ich jetzt hier vielleicht die Orangestelle so ein bisschen weiter Richtung Gelb noch schieben. Und vielleicht auch das Blau noch so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin ziehen hier von den Farbtönen. Vielmehr würde ich hier an den Farbtönen gar nicht ändern. Ich würde jetzt noch so ein bisschen gucken, dass ich in der Sättigung vielleicht den einen oder anderen Farbton so ein bisschen entsättige. Ich denke mal, ja, wobei das Gelb lassen wir mal hier. Die Lichter gefallen mir eigentlich so ganz gut, aber das Grün, das könnte immer noch so ein bisschen entsättigen. So minus 30 ungefähr. Das Aquamarin,
Dann sättigen wir aber auch noch so ein bisschen und vielleicht auch noch so ein bisschen das Blau, dass wir hier so ein kleines bisschen weniger drin haben. Bei der Luminanz kann man wieder gucken, ja, vielleicht so ein bisschen heller das Ganze drehen hier in den Orangewerten. Die Gelbwerte, die finde ich, kann man auch noch ein bisschen heller machen. Und ja, die Grünwerte eigentlich auch. Schauen wir einfach mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann kriegen wir hier so ein bisschen mehr Zeichnung wieder auch in die Bäume rein. Und so ein kleines bisschen Blau vielleicht auch noch heller. Perfekt. So gefällt mir das echt schon ganz gut. Dann gehe ich mal noch weiter runter in die Teiltonung, denn auch hier können wir noch ein bisschen was machen. Dafür jetzt erstmal die Sättigung nach oben drehen und dann werde ich mir jetzt hier einen Farbton aussuchen. Wobei ich immer denke, ich will das Ganze so ein bisschen noch, ja, so ein bisschen mehr so reinziehen hier in die Warmfarbtöne. Deswegen werde ich das mal sowohl in den Schatten als auch in den hellen Bildbereichen machen, dass ich hier einfach die Sättigung mal dann so auf, ja, zwischen 5 und 10 einfach stelle. Und das sollte hier so ganz gut passen. Perfekt. Dann werde ich natürlich auf jeden Fall das Bild noch schärfen. Mein Standardwert hier von 80. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich das Ganze maskieren. Und ja, das sieht doch soweit ganz gut aus. Objektivkorrekturen kann man noch reinpacken. Chromatische Aberration. Und ich würde auf jeden Fall das Bild noch auf Upright Auto stellen, damit man hier keine stürzenden Linien drin hat. Und zu guter Letzt vielleicht noch so ein kleines bisschen hier mal einen Verlauf reinziehen und den Himmel so ein bisschen noch abdunkeln. Ein bisschen mehr Kontrast reingeben und vielleicht auch so ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Struktur, damit man hier so ein bisschen was von den Wolken noch sieht. Genauso will ich hier unten noch einen Verlauf reinziehen, um das ganze Bild hier so ein bisschen unten hin ein bisschen abzudunkeln noch. Das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt sind die 5 Minuten auch schon um. Eine kleine Sache würde ich noch machen und zwar würde ich dieses weiße Haus hier noch so ein bisschen aufhellen wollen. Da würde ich jetzt einfach mal so einen Radialfilter noch rüberziehen. Und ja, Belichtung haben wir hier schon bei 0,8. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht sogar noch ein bisschen Kontrast reingeben und die Lichter auch noch ein bisschen aufhellen. Und dann, ja, viel mehr darf ich jetzt hier nicht machen, weil die 5 Minuten sind um. Aber das ist auch jetzt hier schon mal ein ganz cooles Ergebnis. So sah es vorher aus. So sieht es jetzt aus nach 5 Minuten Bearbeitung. Ja, finde ich, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr was anders gemacht hättet. Vielleicht den Himmel ein kleines bisschen noch weiter abgedunkelt. Kann man jetzt hier an der Stelle vielleicht nochmal machen, dass man so ein kleines bisschen mehr das noch abdunkelt. Ja, aber auch nicht zu doll. Ungefähr so vielleicht, ne? Also so, denke ich mal, sieht das Ganze schon ganz gut aus. So kann man es lassen. Vorher, nachher. Perfekt. Das gefällt mir schon echt ganz gut. Wie gesagt, schreibt mal unten gerne in die Kommentare auch eure Meinung rein, was ihr vielleicht anders gemacht hättet oder ob ihr es vielleicht auch feiert. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ich so ein bisschen ja, da auch Zustimmung kriegen würde. Okay, dann schauen wir mal auf das nächste Bild. Und das zweite Bild finde ich auch echt stark. Hier ist ein tolles Bild, was entstanden ist. Sieht so ein bisschen nach so einer Challenge aus. Sowas wie Xletics oder sowas. Ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland bekannt ist, aber zumindest hier in Berlin-Brandenburg gibt es die Xletics Challenge. Bin ich mir gerade unsicher, ob es das in ganz Deutschland gibt oder ob es da vielleicht dann anders heißt. Das ist quasi so eine Challenge, wo man verschiedene Hindernisse überwinden muss, im Team auch. Und wo es auch darum geht, natürlich um Zeit, dass man diesen Parcours in möglichst schneller Zeit schafft. Es sieht irgendwie so aus, als wäre es irgendwie sowas bei so einem Event entstanden, weil auch im Hintergrund da noch so ein paar Leute sind. Das ganze Bild hat mir Andri zugeschickt. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön, dass du auch mir dieses Bild zur Verfügung stellst. Ich packe jetzt wieder 5 Minuten auf die Uhr und würde sagen, los geht's. So, das erste, was ich hier wieder machen würde, in die Grundeinstellungen reingehen. Ich glaube, dieses Bild würde ich von der Farbtemperatur auch wieder so ein bisschen wärmer machen. Ich denke mal hier so, ja, 6000 Kelvin sieht hier ganz gut aus. Und die Tonung kann man eigentlich so lassen. Belichtung kann man auch so lassen. Es ist gut belichtet, das Bild. Ich würde hier insgesamt ein bisschen mehr Kontrast reingeben. Ich glaube, ich würde das ganze Bild so ein bisschen crunchiger bearbeiten, weil es hier einfach auch viel Metall ist. Ja, das ist alles hier nicht mehr sauber, sondern man ist durch einen Schlamm vielleicht gegangen oder so. Und deswegen würde ich das Ganze hier eher so ein bisschen bearbeiten, dass man hier tatsächlich das Ganze so ein bisschen crunchiger hat. Von daher schauen wir einfach mal. Ich würde jetzt mal hier auf jeden Fall noch ein bisschen Klarheit dazugeben. Ich würde auf jeden Fall auch ein bisschen Dunst entfernen dazugeben. Das vielleicht sogar ein bisschen doller hier, damit man mehr Kontrast drin hat. Und auch so ein bisschen Struktur. Auch dieser neue Regler hier Struktur. Falls ihr mal ein Video dazu noch haben wollt, zu dem neuen Regler Struktur in Lightroom, könnt ihr das auch gerne mal unten in die Kommentare posten. Dann würde ich dazu einfach auch noch mal ein kleines Video machen. Ansonsten jetzt hier Lichter ein bisschen abdunkeln, Tiefen ein bisschen aufhellen, damit wir hier ein paar mehr Details im Bild drin haben. Und die Weißwerte werde ich mal noch so ein bisschen abdunkeln und genauso die Schwarzwerte auch. Ja, so gefällt mir das echt schon ganz gut. Dynamik würde ich jetzt an der Stelle mal ein bisschen mehr dazu geben, dafür aber die Sättigung runtersetzen und die auch relativ stark runtersetzen, so auf minus 20. Jetzt sieht das ganze Bild schon sehr crunchy-mäßig aus, vielleicht auch ein bisschen zu doll. Ich werde jetzt als nächstes mal die Gradationskurve hier nehmen und hier so eine leichte S-Kurve reinbauen. Das bedeutet, die Schwarzwerte werde ich hier so einen kleinen Tick anheben, die Weißwerte so ein bisschen runtersetzen und dann jetzt hier noch anfangen,
ja, so ein paar Punkte reinzusetzen und das Ganze zu einer Art S-Form zu machen. Dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Kontrast und gleichzeitig aber auch so einen leichten Faded Look hier in das Bild, was mir echt ganz gut gefällt. Okay, wir sind aber noch lange nicht fertig, denn ich finde, hier von der Farbigkeit kann man auch eine ganze Menge machen. Deswegen gehe ich jetzt als nächstes mal hier in die Teiltonung, nee, beziehungsweise erstmal die Kalibrierung. Erstmal die Kalibrierung rein. Und ich werde mal jetzt hier nochmal gucken, dass ich den Farbton von den Rotwerten vielleicht so ein bisschen ins Negative ziehe. Dann werde ich bei den Grünwerten, muss ich mal gucken, eher negativ oder positiv. Ja, da gefällt mir positiv eigentlich echt ganz gut. Deswegen setze ich die jetzt mal hier so auf plus 25. Und da glaube ich, nehme ich auch so ein bisschen Sättigung noch mit rein. Und bei den Blauwerten auch wieder so ein bisschen experimentieren. Ich glaube, da gehe ich auch eher so ein bisschen wieder ins Negative. Hier mal so minus 10 ungefähr. Und auch hier die Sättigung noch ein bisschen nach oben setzen. Das gefällt mir schon echt ganz gut. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr Rotstiche drin. Das können wir aber gleich noch ändern hier in der HSL-Tabelle. Und ich glaube, da werde ich jetzt mal anfangen, hier die Orangewerte so ein bisschen weiter Richtung Rot oder Richtung Gelb zu ziehen. Und dann die Gelbwerte, die auf jeden Fall auch mal noch so ein bisschen weiter Richtung Grün. Und auch die Grünwerte so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin. Sehr schön. Dann als nächstes die Sättigung. Hier werde ich auch wieder stark in Sättigung, hatte ich ja schon angekündigt. Also auf jeden Fall hier so ein bisschen das Orange rausnehmen. Ah, das Gelb nehme ich auch so ein bisschen hier raus. Das kann ruhig noch ein bisschen weiter raus hier. Grün nehme ich raus. Ja, Aquamarin nehme ich raus. Das Blau nehme ich raus und auch Lila und Magenta. Das kann alles so ein bisschen raus und ich reduziere es jetzt hier mal so auf ein paar wenige Farben, nämlich hier so Rot und Grün. Das gefällt mir so echt ganz gut mit diesem Crunchy-Look auch dazu. Vielleicht in der Luminanz hier noch so ein bisschen was ändern. Also ich werde jetzt hier mal die Orangetöne noch so ein bisschen runterziehen. Ich werde die Gelbwerte mal noch so ein bisschen runterziehen hier. Und ja, die Grünwerte, ich glaube, die mache ich ein bisschen heller. Die Grünwerte mache ich tatsächlich an der Stelle hier ein bisschen heller. Und so, denke ich mal, kann man das schon lassen. Jetzt gehe ich mal hier noch in die Teiltonung rein. Und die Teiltonung, da werde ich jetzt hier mal mit gedrückter Alt-Taste das Ganze machen, denn dann hat man immer ja, 100% Sättigung hier quasi schon drin und kann gucken, wie das Bild aussieht. Dann werde ich hier mal die Lichter so ein bisschen bläulich einfärben und dann die Sättigung noch so ein bisschen nach oben drehen. Und bei den Schatten werde ich auch nochmal gucken und da werde ich eher so einen, ja, so einen leichten grün-bläulichen Look nehmen. Und auch hier die Sättigung wieder ein bisschen nach oben ziehen. Perfekt. So, jetzt haben wir noch eine knappe Minute. Ich werde jetzt hier nochmal in die Details reingehen, auch hier das Bild wieder schärfen und natürlich auch maskieren, damit wir hier die Schärfe wirklich auch nur da haben, wo wir sie brauchen, nämlich an den Rändern. Die Objektivkorrekturen werde ich noch aktivieren, die chromatischen Aberrationen entfernen. Und ich werde auch hier wieder mit der Autofunktion, mit der Upright-Autofunktion das Ganze hier so ein bisschen ja, begradigen noch. Und ich werde das Bild auch noch so ein bisschen zuschneiden. Ich werde mal jetzt hier noch dabei die Shift-Taste drücken, denn dann behalte ich hier das Seitenverhältnis bei. Ich denke mal, hier kann man auch so ein bisschen weiter das Ganze abschneiden, links und unten. So viel brauchen wir davon nicht. Und dann habe ich nämlich auch die Person hier ein bisschen weiter auf der linken Seite, was mir echt gut gefällt. So, dann eine kleine Vignette werde ich auf jeden Fall noch dazugeben. Gehe ich hier mal in die Effekte rein. Kleine Vignette noch mit dazugeben. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Die Kante mache ich noch ein bisschen weicher. Und dann werde ich auf jeden Fall mal noch die Person ein bisschen heller machen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier wieder einen Radialfilter auf. Die Belichtung hier mal bei plus 0,8. Das denke ich mal passt so. Und dann werde ich einen weiteren Radialfilter hier aufziehen. Und ich werde ihn wieder um die Person packen. Nur diesmal will ich nicht die Person nochmal heller machen, sondern diesmal werde ich das Ganze umkehren und die Belichtung negativ machen. Das bedeutet, ich mache alles um die Person herum ein bisschen dunkler. Und das hat den Effekt, dass wir jetzt hier wirklich viel stärker noch auf die Person gucken und weniger auf den Hintergrund, was mir an dieser Stelle echt sehr, sehr gut gefällt. Ich denke mal, also die Zeit ist jetzt eh um, aber ich denke mal, wir machen jetzt hier nochmal einen kurzen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah das Bild vorher aus, unbearbeitet. Das haben wir draus gemacht. Also es ist ein sehr starker Look, den ich jetzt draufgepackt habe. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Mir persönlich gefällt es echt gut, weil, wie gesagt, es soll so ein bisschen crunchy aussehen. Das habe ich damit auf jeden Fall erreicht. Ihr könnt gerne auch nochmal hier in die Kommentare posten, wie euch das Bild jetzt gefällt. Vorher, nachher. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Anregungen, Fragen oder auch Vorschläge für neue Videos hast, dann kannst du die gerne unten auch in die Kommentare posten. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!